Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, heute in den News. Ein heiß erwartetes Spiel für die Xbox wird verschoben und die Entwickler stänkern gegen uns, die Fans. Es gibt natürlich ein paar neue Details zu Elden Ring und die Entwickler von Back 4 Blood nehmen sich die Kritik zu Herzen. Ja, es ist Freitag und ihr wisst, bei Games ist das der News-Tag. Ihr habt auch auf dieses Video wieder geklickt. Sehr, sehr gut finde ich das. Mein Name ist Wolf und wie immer habe ich alles Spannende und Wissenswerte aus der Games-Woche für euch zusammengefasst. Am Ende des Videos gucken wir, auch wie immer, auf die Spiele-Releases der kommenden Woche. Es gab einiges zu berichten, deswegen fangen wir direkt an. Das sind die News. Mitarbeiter von Ubisoft in Kanada erhalten bald mehr Geld für ihre Arbeit und das schon ab Ende November. Wer noch nicht so lange dabei ist, kriegt 5-7% mehr Gehalt, Führungskräfte sogar bis zu 20%. Das ist natürlich schön für alle Betroffenen, wäre allerdings kaum eine Meldung wert, wüsste man nicht den Grund für die Gehaltserhöhung. In Kanada, ganz besonders in Montreal, wo auch die Hauptniederlassung von Ubisoft Kanada ist, gibt es jede Menge anderer Spieleentwickler, von Gearbox bis Bethesda und EA und auch viele Indie-Firmen. Und zu denen wandern Ubisoft-Mitarbeiter seit Jahren ab, weil sie woanders einfach besser bezahlt werden und die Arbeitsbedingungen besser sind. Tja, ob die Schamoffensive wirkt? Immerhin ist das nächste Assassin's Creed, Far Cry und Watch Dogs garantiert schon in der Pipeline. Das von Alien inspirierte Horrorspiel Scorn für PC und Xbox wurde verschoben, und zwar auf irgendwann 2022. Das gab der Entwickler App Software nun via Kickstarter bekannt. Und jetzt wird's skurril, denn der erklärende Text liest sich wie eine unangenehme Mischung aus passiv-aggressiven Rechtfertigungen und beleidigtem Schmollen, weil manche Leute ein bisschen sauer sind, dass sie jetzt rund ein Jahr lang nichts von Scorn gehört haben. Es gibt einen Seitenhieb gegen Cyberpunk 2077, ein bisschen wehleidiges Gejammer über Hype und Erwartungshaltung und am Ende den schnippischen Vorschlag, man solle doch einfach sein Geld zurückfordern, wenn man mit der Kommunikationspolitik des Herstellers nicht einverstanden ist. Autsch! Ich kann den Stress und den Frust voll nachvollziehen, den Spieleentwickler hinter den Kulissen haben und sicherlich ist das alles nicht immer ganz so einfach. Aber ein Jahr lang nichts zu zeigen, nicht mal zwischendurch ein paar Screenshots, Artworks, Behind-the-Scenes-Material, ab und zu mal ein kurzes Update. Hey Leute, wir sitzen weiter dran, sieht alles gut aus, wir zeigen euch mal einen kleinen Ausblick, soweit sind wir schon. Tja, das ist alles taktisch nicht so clever und das Feedback dementsprechend eindeutig. Wenn die Scornmacher da nicht mal einen schleimigen Bock geschossen haben. Und mal wieder was zu Elden Ring, natürlich. Es kommt nämlich mit Performance und einem Resolution-Modus auf den Markt, zumindest die Version auf PS4, PS5 und Xbox Series X und S. Für den PC, die PS5 und die Xbox Series X wird zudem nach Release Raytracing nachgereicht, und zwar via Patch. Auf PS5 und Xbox Series X läuft Elden Ring im Performance-Modus in einer Auflösung von 3840x2160p in 60 Frames. Dagegen sehen manche Objekte im Resolution-Modus etwas schöner aus, dafür läuft das Spiel dann aber nur in 30 FPS. Auf dem PC ist die Framerate, also die Bildwiederholrate, übrigens auf maximal 60 FPS beschränkt. Also ich bin ja der Meinung, dass bei einem ultrapräzisen Actionspiel wie Elden Ring eine flüssige Performance tausendmal wichtiger ist als schöne Grafik. Aber wie seht ihr das? Framerate oder Auflösung? Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare. Elden Ring erscheint am 25. Februar und ach ja, ich habe einen Code für den Network-Test. Habt ihr Bock auf ein Video? Nicht nur ich war ja sehr enttäuscht davon, dass Turtle Rocks Zombie-Geballer Back 4 Blood keinen vernünftigen Offline-Modus hat. Zwar könnt ihr das Spiel auch solo mit Bots zocken, dann allerdings könnt ihr nichts freispielen und macht keine Kampagnenfortschritte. Das wird sich mit einem großen Update im Dezember endlich ändern. Außerdem kommen dann auch neue Karten, ein neuer Kartentyp, eine Trainingsarena und zeitlich begrenzte Events. Im nächsten Jahr gibt es zudem einen neuen Schwierigkeitsgrad, einen neuen Koop-Modus und einiges mehr. Ich hatte ja in meinem Testvideo schon gesagt, dass Back 4 Blood durchaus Potenzial hat, uns richtig zu begeistern, wenn die Entwickler ihr Baby nun regelmäßig mit Verbesserungen und Updates versorgen. Von daher sage ich, weiter so. Dann wird Back 4 Blood vielleicht ja doch noch ein würdiger Nachfolger von Left 4 Dead. The Last of Us ist fertig. Also zumindest was den Dreh der Serie angeht, die irgendwann auf HBO laufen wird. Das gab Neil Druckmann bekannt, der Co-Präsident vom Entwickler Naughty Dog. Er hat die Serie mitverfasst und war für einige Episoden als Regisseur tätig. Alle 10 Folgen sind nun im Kasten und jetzt geht die Post-Production los, die sicherlich auch nochmal einige Monate in Anspruch nehmen wird.
Und dann auch mal wieder was zu Dead by Daylight. Da ist jetzt nämlich ein neues Kapitel in der Testphase. Es heißt A Portrait of Murder und bringt wie ja, fast immer eine neue Map, einen neuen Killer und einen neuen Survivor mit entsprechenden Perks mit sich. Der Killer ist The Artist, eine langgliedrige Meisterin der Krähen, die ihre gefiederten Freunde auf ihre Gegner hetzen kann. Als Survivor kommt Jonah Vasquez dazu, der unter anderem verbockte Skillchecks seiner Mitspieler unschädlich machen kann. Das neue Kapitel ist jetzt gerade als PTB, also als Public Test Build, für PC-User erhältlich, die jetzt schon jede Menge Tricks und Kniffe rausfinden. Wann das neue Kapitel dann nun offiziell in der fertigen Version erscheint, steht noch nicht fest, aber es sollte noch im Dezember soweit sein. Mann, ich sollte echt mal wieder DVD spielen. Ja, das waren die News der Woche und wir gucken mal in die Zukunft, was erscheint denn nächste Woche. Am 16.11. erscheint Sherlock Holmes Chapter 1 für PC, PlayStation-Konsolen und die Xbox Series. Für alle, die mal wieder ihre grauen Zellen ein bisschen anstrengen wollen. Ein bisschen flotter wird's dann in Undungeon, einem Action-Rollenspiel, das intensive Echtzeitkämpfe mit einer epischen Science-Fiction-Geschichte verknüpfen will. Ist auf dem PC schon länger im Early Access, erscheint am 18. November aber auch für Xbox Series S und X. Und ist zum Start dann auch direkt im Game Pass. Und am Freitag, dem 19.11. wird dann wieder scharf geschossen in Battlefield 2042. Der Shooter kommt für den PC, PlayStation-Konsolen und die Xbox-Familie auf den Markt. So, damit habt ihr auch dieses Video erfolgreich hinter euch gebracht und könnt jetzt gut gelaunt ins Wochenende schwappen. Wir freuen uns wie immer über jedes Like und auch jedes Abo. Und am Sonntag wird's dann wieder blutig, dreckig und schmierig. Da reden wir nämlich ein bisschen über das sehr, sehr feine Indie-Horror-Game Murder House und vor allem auch über die Macher dahinter, Puppet Combo. Ich glaube, das könnte für euch nicht ganz uninteressant sein. Seid also auch am Sonntag wieder mit dabei und ansonsten sehen wir uns heute in einer Woche, also nächsten Freitag, zu den nächsten News. Das war's, schönes Wochenende und tschüss.